Ja, ich werde jetzt in den nächsten Minuten, ich gucke jetzt immer zur Seite, weil es ist auf dem zweiten Monitor für mich zu sehen, Ihnen mitteilen, mit welcher Methode wir Vogelanprall an bestehenden Gebäuden untersuchen. Also wir waren ja vorhin schon bei der rechtlichen Frage der Signifikanz. Die kann man einfach überprüfen. Den Schwellenwert wird Herr Rudolf im Anschluss vorstellen. Aber um konkrete Zahlen zu kriegen, muss man ja dann tatsächliche Gebäude auch untersuchen. Und das habe ich in den letzten Jahren vielfach beauftragt in Berlin. Und von den Ergebnissen davon will ich dann im zweiten ganz kurz berichten. Wir haben tatsächlich große methodische Probleme, wenn wir Untersuchungen an Glasfassaden durchführen. Zum einen sind die Kollisionsspuren, die die Vögel am Glas hinterlassen, teilweise relativ unauffällig und auch nur aus der Nähe sichtbar. Es gibt viele Anflüge, die überhaupt gar keine Spuren hinterlassen. Und dann, das ist wahrscheinlich das methodische Hauptproblem, werden tote Vögel ganz schnell entfernt. Es gibt eine Menge Interessenten in der Stadt. Das sind zumindest in Berlin tagsüber in allererster Linie die Krähen. Wir haben Nebelkrähen. Ich glaube, bei Ihnen unten sind es vor allem Rabenkrähen. Und nachts gibt es eine Menge Säugetiere, die unterwegs sind. Und tatsächlich spielen im städtischen Bereich auch Reinigungsdienste als Kadaverbeseitiger eine große Rolle. Beispielsweise am Potsdamer Platz wurde morgens zwischen 7:30 und 7:30 dreimal der Gehweg gekehrt. Und mit dem Herbstlaub wird dann natürlich auch jeder Kleinvogelkadaver eingesammelt. Worauf man also achtet, wenn man sich die Scheiben anguckt, das sind in erster Linie Abdrücke, die vor allem von Bestandteilen des Gefieders herrühren. Das sind dann vor allen Dingen Tauben, Greifvögel, Spechte, die solche deutlich erkennbaren Abdrücke hinterlassen. Manchmal ist man sich vielleicht unsicher, ob so ein Abdruck nicht vom Waschen, Abwaschen der Scheiben oder von irgendeinem Gegenstand herrührt. Aber in aller Regel sieht man tatsächlich zwei Linien oder mal hier eine deutliche Linie, die mit dem Abdruck korrespondiert. Oder hier sehen wir auch zwei und das sind tatsächlich die Flügel. Man hat also, achten Sie mal drauf, in aller Regel auch die Flügel passen zum Abdruck. Das ist dann für mich immer die allerletzte Bestätigung, ja, es ist ein Vogel. Wir sehen hier, da hat der Vogel tatsächlich auch mitgekriegt. Er war ja auch sehr dicht vor der Scheibe. Ganz schön, das, was Wolfgang Fiedler sagte. Vögel kriegen sowas, weil sie nicht dieses gute räumliche Sehen haben wie wir. Zum Teil erst ganz kurz zum Schluss mit. Hier konnte die Ringeltaube gerade noch so das Ruder herumwerfen. Wir sehen nämlich den einen Flügel hier. Wir sehen aber den anderen Flügel. Hier ist der rechte Flügelbug schon nach innen gekippt. Wir sehen auch den Kopf erhoben. Trotzdem ein heftiger Aufprall mit etwas blutigem Gewebe hier auch im Schnabel. Und ja, so ein Vogel ist einfach heftig verletzt. Und Herr Klemm, der mehrfach zitierte, rechnet mit Anprallverlusten von 82 bis 85%. Also nur sehr wenige Vögel überleben einen Anprall. Hier sehen wir eine Spur, wo mehrfach schon der Regen rüberging. Das heißt, diese Abdrücke, die verschwinden irgendwann mal nach mehreren Wochen. Sie können allerdings auch, wenn sie regengeschützt sind, über viele, viele Monate oder auch Jahre erhalten bleiben. Das sind wahrscheinlich überwiegend Straßentaubenabdrücke. Man sieht hier teilweise, dass die Vögel vermutlich noch irgendwie versucht haben, die Probe zu kriegen. Oder aber, auch das wurde schon erwähnt, der Habicht taucht auf und ein kleiner Trupp bricht in Panik aus und vollführt Flugmanöver, was dann zu Anflügen führen kann. Wir haben auch in Berlin einen schönen Fall gehabt, Taubenabdruck und direkt darunter der Habichtabdruck. Was schwieriger zu sehen ist, das sind Federn, die überwiegend natürlich von der Kopfregion stammen. Das sind eben sehr kleine Federn und bei Kleinvögeln oft das Einzige, was wir wirklich erkennen können.
Manchmal muss man warten, bis der Wind so etwas bewegt, um mit dem Fernglas zu erkennen, das ist eine Feder, das geht vielleicht bis 5 oder 6 Meter Höhe. Darüber wird es schwierig. Also das Höchste, was wir mal als Feder gesehen haben, das war in 9, 9,5 Meter Höhe ungefähr. Und manchmal muss man auch gucken, es gibt durchaus auch irgendwelche anderen tierischen oder pflanzlichen Produkte, die so aussehen können, bis man sich sicher ist, das ist eine Feder. Und hier haben wir einen besonderen Anprallort, das ist so ein Bird-Sticker, eine Silhouette, Greifvogelsilhouette, wissen wir, ist wirkungslos aus UV-Material. Da würde ich Wolfgang Fieler ein bisschen widersprechen wollen. Wissen wir, ist auch weitgehend wirkungslos. Und hätte dieser Kleinvogel irgendwie einen Schatten gesehen von dieser Silhouette, wäre wenigstens daneben gegen das Glas geflogen. Also ich muss auch sagen, weil ich ja auch in der Umsetzung von Maßnahmen relativ viel zu tun habe, ich sehe die große Gefahr, wenn wir sagen, ja, lieber mit ein bisschen Schutz durch UV als gar nichts zu tun. Die Alternative stellt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich erlebe es vielmehr, dass UV-Schutz, der umgesetzt wurde, davor bewahrt tatsächliche und wirksame Schutzmaßnahmen, die es allerdings auch inzwischen in wesentlich attraktiveren Varianten gibt, umzusetzen. Also ich warne wirklich vor diesem Weg, der aus meiner Sicht zumindest mit allem, was wir bisher kennen und was bisher im Flugtunnel getestet wurde, wirklich ein Holzweg ist. So, dann ist eine Sache, worauf man achten sollte. Tatsächlich gibt es viele Vögel, die leben erstmal noch. Ich sage erstmal noch, weil ein Vogel, der eine Augenverletzung hat, sonst eine Verletzung in aller Regel schnell rausselektiert wird. Aber wenn die erstmal noch mal leben, dann sieht man auch so einen Kotfleck. Da, wo also häufig geputzt wird, sind diese Kotflecken direkt vor der Scheibe. Ein deutlicher Hinweis auf Vogelanprall. Sowas kann ich mir gar nicht erklären. Wir haben hier zwei solche Spritzer links und rechts. Also am Glas ist das immer so ein bisschen fraglich. Aber am Boden hat man bei Vögeln, die noch gelebt haben, ganz häufig so einen kleinen Kotfleck. Die Kadaver selbst, sagte ich schon, sind nur ausnahmsweise zu finden. Sie werden ganz schnell entsorgt und zwar so schnell, dass bei den intensiven Erfassungen, die wir 2020 haben durchführen lassen, der Untersuchende, der also immer getrennt zwischen Scheibenkontrolle, da braucht man gutes Licht, und Kadaversuche, da braucht man eben die Kadaver, teilweise bei Dunkelheit losgehen musste, bevor die Krähen wach wurden. Und die haben ihn dann auch schon individuell wiedererkannt und sehr, sehr feindselig begrüßt, weil die mitgekriegt haben, der nimmt uns die Kadaver weg. Zum Zeitraum, wann führt man solche Untersuchungen durch? Natürlich möglichst ganzjährig, weil wir zwar schon ein Bild haben, dass die Vögel dann gegen das Glas fliegen, wenn sie flugaktiv sind, wie Wolfgang Fiedler eingangs ja auch sagte. Und das kann lokal sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie interessante Nahrungsquellen in der Nähe haben für bestimmte Arten, sind die da eben aktiv. Es gibt Untersuchungen, wo man im Frühjahr auf dem Heimzug eine größere Aktivität hatte. Bei uns im Berliner Raum ist es eher im Spätsommer und Herbst, also die Dismigrations- und Herbstzugphase. Deshalb habe ich die hier auch genannt. Also ab Juli bis Ende November geht das mindestens. Teilweise haben wir auch noch Waldschnepfenanflüge im Dezember. Ja, den Frühjahrsbereich sollte man auf alle Fälle auch abdecken. In Amerika ist der Vorschlag, und der hat fachlich durchaus auch was für sich, weil der Herbstzug einfach die Intensität des wahrnehmbaren Herbstzuges durch die Witterung sehr stark beeinflusst wird. In keinem Herbst hat man das gleiche Ergebnis wie im nächsten, dass man also zwei Herbstzugphasen möglichst auch abdeckt. Man muss auf alle Fälle den Eigentümer informieren natürlich, weil da läuft dann jemand, der sich das Gebäude komisch anguckt und dann noch optische Hilfsmittel und eine Kamera nutzt. Also das muss man unbedingt abstimmen. Dann ist es sehr hilfreich, dass man sich Ansichten dieser Fassade, die man untersucht, fertigt. Das können einfache Architekturskizzen sein.
Das können auch Fotos sein. Und dann sucht man eben die Scheiben nach Abdrücken und Federn mit dem Fernglas ab. Unterstützend sucht man halt natürlich auch am Boden, kann ja auch tagsüber mal was gegenfliegen. Und man muss unheimlich auf die Lichtabhängigkeit achten. Also es gibt eben Fassaden, die kann man besser nachmittags beim bestimmten Sonnenstand untersuchen. Es gibt manchmal Effekte, dass die Sonne ungünstig ist. In aller Regel ist sie günstig. Das wird man selbst sehr schnell merken, wenn man so eine Untersuchung macht. Es hat sich so ein bisschen bewährt, weil Federn irgendwann mal abgespült werden durch Regen und auch diese Abdrücke schlechter sichtbar werden, dass man so ein bis zweimal die Woche, also jede Fassade mindestens einmal die Woche kontrolliert auf diese Anprallspuren. Das kann auch mal im Winter, wenn gar nichts los ist, das hatten wir mal in einer Waldfläche, kann man auch mal ein bisschen ausdünnen. Bei der Kadaversuche ist es so, das ist ja methodisch was anderes, da läuft man mit dem Blick am Boden an den Fassaden entlang. Das kann eben situationsabhängig, in Berlin war es so, auch ganz früh nötig sein, weil ansonsten findet man praktisch nichts. Und es ist wichtig, dass man Kontakt zu den Reinigungsdiensten und zum Wachschutz aufnimmt, weil die finden eine ganze Menge. Ja, und das erweitert also das Spektrum sehr. Und unsere Leute, die untersucht haben, wurden dann teilweise auch, haben sich anrufen lassen, wenn was war. Und das hat also die Ergebnisse dann deutlich verbessert. Nur noch so ein paar Tipps. Also eine Warnweste ist immer hilfreich. Man sieht offiziell aus und tatsächlich gibt es manchmal auch auf dem Gehweg Radfahrer, die einen dann besser sehen. Das sagte ich schon. Dann natürlich, wenn man einen toten Vogel hat, in situ vor Ort direkt ein Foto machen. Das kann einem dann so ein bisschen Erkenntnisse geben, warum der dagegen geflogen ist, gegen diese Scheibe. Man kann dann natürlich die Kadaver auf die Totenstarre untersuchen, die nach vielleicht dreiviertel Stunde einsetzt und ich glaube 12 Stunden danach wieder nachlässt, weil das den Zeitraum manchmal eingrenzt. Wichtig für die Frage, spielte Licht eine Rolle? Wir haben dann immer die Anprallspuren nach Größenklassen, weil das kann man ganz gut abschätzen. Sperling, Drossel, Taube beispielsweise. Unterschieden vereinzelt auch größer. Man kann das gut dokumentieren mit Fotos. Da braucht man eine Kamera mit gutem Sucher, weil sonst erkennt man nichts. Und einen manuellen Fokus, weil der Autofokus sucht sich sonst immer sonst was. Größenmaßstab ist hilfreich und man kann auch, wenn man die Fenstergröße bestimmt, tatsächlich dann von Anprallen mit Hilfe der Spannweite auch weitere Schlüsse ziehen. Also eine Messbildauswertung zur Größenbestimmung kann hilfreich sein. Und Flexibilität ist da ein Vorteil. Wir kriegen ja manchmal Zugnächte mit. Hier in Norddeutschland sind dann die Nächte voll mit Drosselrufen. Am nächsten Tag wäre es sehr hilfreich nachzugucken. Was auch immer ganz wichtig ist, weil Licht einfach einen enormen Effekt hat, dass man die Umgebung der hellsten Lichtquelle absucht, die man dort findet. Also gerade im Oktober zur Zugzeit fliegen da die meisten Vögel an. Teilweise können auch Kontrollen von innen sinnvoll sein, an Gängen beispielsweise. Und was auch wichtig ist, dass man einfach fragt, wann werden die Scheiben sauber gemacht, weil da werden dann sämtliche Beweismittel vernichtet. Auf der anderen Seite werden die Scheiben in einen super spiegelnden und transparenten Zustand versetzt, sodass direkt nach der Reinigung meistens vermehrt Anflüge festzustellen sind. Das Ganze fasst man in einen gut gegliederten, nachvollziehbaren Bericht zusammen, denn die Naturschutzbehörde kann damit arbeiten. Wir haben so ein bisschen anders, als es eben durchkam, flächendeckend in der Stadt und überall das gültige Artenschutzrecht und die Naturschutzbehörde kann, wenn das Tötungsverbot greift, das wird Herr Rudolf sicherlich noch erläutern, kann dann direkt tätig werden. Und da ist es immer gut, wenn man eine gut nachvollziehbare Dokumentation des Anpreises hat, womit deutlich wird, dass wir über dem signifikant erhöhten Tötungsrisiko liegen. Wenn man das selber beauftragt, das habe ich als Naturschutzbehörde immer gemacht,
muss man mit rechnen, das kostet ein bisschen was, weil der Zeitaufwand erheblich ist. Aber es gibt momentan noch nichts Automatisiertes. Und wie gesagt, zur Sachverhaltsermittlung ist das sehr hilfreich. Können auch Naturschutzvereine machen, kann jeder machen, im Grunde genommen, wenn es gut dokumentiert wird. So, ich will jetzt mal ein paar Beispiele aus Berlin bringen. Das ist jetzt mal ein Haus oder ein Gebäude, wo man sich sagt, ja, das sieht schon gefährlich aus. Wir haben im Erdgeschoss einen Gang. Wir sehen, dahinter ist es dunkel, also es spiegelt. Und wir haben oben eine transparente Halle, wurde relativ oberflächlich, das waren die früheren Untersuchungen, da haben wir noch nicht so intensiv untersuchen lassen, geguckt und trotzdem gab es brauchbare Ergebnisse. Unten, wo sich spiegelt, sehen wir, da haben wir hier offenbar ein besonderes Problem. Also Vermeidungsmaßnahmen könnte man tatsächlich erstmal auf diese Ecke beschränken. Wir sehen aber oben, wo es transparent ist, da fliegt es überall gegen. Ja? Tatsächlich übrigens auch von innen. Das ist eine Tropenhalle in einem Zoo. Da fliegen natürlich auch alle neuen Vögel, die reinkommen, von innen erstmal gegen. Und ein Teil überlebt, der sich dann auch gut dran gewöhnen kann. Aber freilebende Vögel kennen das natürlich nicht und können sich auch nicht dran gewöhnen. Anderes Beispiel, Potsdamer Platz, ein komplett verglaster, teilweise mit Hochhäusern versehener Baukomplex. Hier waren die Anprallspuren dort am häufigsten, wo sich eine Baumallee spiegelt. Das ist hier ganz gut zu sehen. Übrigens bei Baumalleen ganz relevant der letzte Baum in der Reihe, weil aus Sicht des Vogels, der also durch die Stadt wandert und Baumalleen nutzt, er ist im letzten Baum angekommen. Was macht er? Er sieht den spiegelnden Baum an der Fassade gegenüber und fliegt da weiter. Rums. Also die Häufung gab es direkt hier gegenüber des letzten Baumes. Und was man hier auch noch sieht, Glaseinfriedung oben im Dachbereich, selbst in 100 Meter Höhe, sind problematisch. Da haben wir dann mal das Thema Transparenz. Ja, wie fertigt man sich solche Grundlagen an? Das ist hier so ein Beispiel, einfach ein Foto. Das kann man dann entzerren und wenn man so einen Ausdruck in Schwarz-Weiß macht, kann man gut im Gelände was eintragen. Die Darstellung in der Dokumentation, hier sind Zahlen, dann nochmal einfach nur ein bisschen optisch einfacher. Oft reicht es, wenn man sich Zahlen einträgt. Die Zahlen findet man im Bericht in der Tabelle wieder. Da steht dann, worum es sich in diesem Fall handelt. Wichtig auch zu zeigen, welche Fassaden habe ich untersucht. Das ist hier der Hauptbahnhof Berlin. Einen kleinen Artefakt bei solchen Untersuchungen, da möchte ich darauf hinweisen. Ja, Artefakt stimmt nicht ganz, aber ein Sonderfall. Die Straßentaube. Die Straßentaube ist keine ursprünglich heimische Vogelart, unterliegt nicht dem strengen Artenschutz und oder dem besonderen Artenschutz und ist aber gebietsweise vor allen Dingen da, wo gefüttert wird. Man beachte diese Taubenfreundinnen und Taubenfreunde füttern auch da, wo viel Glas ist, weil sie denken, es ist gut für die Tauben. Dort sieht man jetzt bei insgesamt 299 Vogelanprallen in dem halben Jahr, in dem da untersucht wurde, waren die große Masse Abdrücke und bei den Abdrücken waren natürlich die Masse Straßentauben. Sodass man vielleicht oberflächlich denkt, naja, die Masse der Vögel, die da anfliegen, sind Straßentauben. Wenn man dann aber mal, das ist hier auch Hauptbahnhof, ne, 299, die große Masse Straßentauben, aber wenn man jetzt mal als Probe nur die Tiere nimmt, die man tatsächlich auch tot findet, wo man eindeutig die Art bestimmt, dann war die Straßentaube nur mit 55% vertreten. Und in einem anderen Bauwerk, Potsdamer Platz, dieses Ensemble, da ist die Straßentaube tatsächlich nur mit 17% vertreten. Und es gibt natürlich eine Menge Bauwerke, wo sie mit 0% vertreten ist. Aber sie macht darauf aufmerksam, hier ist ein Problem, hier können viele Vögel gegenfliegen. Ich habe in den letzten Jahren relativ viele Bauwerke untersuchen lassen und ein paar Ergebnisse fasse ich zusammen. Das waren anfangs eher niedrige Bauwerke. Es wurde dann 2018 eben etwas höher. Und sehr intensiv haben wir in der Umgebung des Hauptbahnhofs 2020 untersuchen lassen.
Und wir haben also insgesamt 1400 Anprallnachweise. Davon wurden 257 auch als Vogel gefunden. Null Fledermäuse bei. Also da glaube ich auch, die haben überhaupt kein Problem. Berlin ist schön. Ja. Ich soll mich beeilen, stimmt's? Entschuldigung, dass ich Sie. Manchmal geht Ihr Ton ein bisschen aus. Vielleicht habt ihr eine schlechtere Verbindung, Innenverbindung. Könnt ihr vielleicht die Kamera ausschalten, damit wir Sie besser hören können? Ja, ich mache das mal. Vielen Dank. Gut, danke für den Tipp. Das wäre ja doof, wenn ich hier viel rede und gar nichts ankommt. Also wie gesagt, wir haben in Berlin trotz Hauptstadt der Fledermäuse mit flächendeckend Zwergfledermäusen, Breitfledermäusen, großen Abendseglerquartieren, wir haben keinen Fledermausfund. Also ich glaube nicht, dass Glas für Fledermäuse irgendein Problem ist. Die Publikationen aus den USA habe ich auch gesehen, die ja schon relativ alt sind, da müssen irgendwelche Sondersituationen der Fall gewesen sein. Also ich glaube, glücklicherweise, anders als bei Windkraft, kein Thema. Die häufigsten Arten, die bei diesen Untersuchungen, da sind jetzt also die ganzen Zufallsfunde, die mich sonst noch erreichen, nicht bei, sondern bei den systematischen Untersuchungen, ist tatsächlich als Zugvogel das Rotkehlchen. Straßentaube erwähnte ich schon als Sonderfall. Dann kommt mit der Singdrossel auch wieder ein Zugvogel. Übrigens beides Vögel, die nachts ziehen und das Licht spielt eine sehr große Rolle. Dann mit Hausperling ein Standvogel und als nächstes bereits die Waldschnepfe, auch wieder ein Zugvogel, weil in Berlin praktisch nicht brütend. Es hat sich gezeigt, dass bei Kleinvögeln, also immer da, wo ein Kleinvogel gefunden wurde, wurde auch geguckt, finden wir irgendwelche Spuren an den Scheiben. Und man findet in 60 bis 80% der Fälle nichts. Und ich muss dazu sagen, man muss auch bei Kleinvogelspuren sehr genau hingucken. Die Federn sind winzig und auch die kleinen Abdrücke, die man sieht, die sind sehr unauffällig. Also Kleinvögel hinterlassen fast nichts an Scheiben. Das macht es methodisch eben nicht besser. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben ja vorhin immer gesagt, Vegetation ist ganz wichtig und da, wo Vegetation vor Bäumen steht, Häusern steht, da sind die schlimmsten Fälle. Das stimmt im Wesentlichen, aber wir haben mitten in der Innenstadt weit ab jeglicher Vegetation und jeglicher Lebensräume Wachtel, Wiedehopf, Ringdrossel, Zwergschnepper. Also es fliegen seltenste Vogelarten gegens Glas, auch wenn keine Vegetation vorhanden ist. Zugvögel wandern einfach quer durch den Siedlungsraum. Und mit Mittelspecht, Waldlaubsänger haben wir auch wirklich typische Waldarten, die auch mitten in der Stadt gegens Glas fliegen. Ja, also das finde ich ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Es geht eben nicht nur um den Haussperling und die Straßentaube, sondern auch um solche Arten. Und zur Ringdrossel will ich nur sagen, 2018 hatten wir zwei Glasanflüge. Das sind ja wirklich nur Zufallsfunde in so einer Millionenstadt. Und trotz hoher Ornidichte keine einzige Sichtbeobachtung. Also das ist so eine Art, und die mache ich mir auch relativ viel Sorgen, weil die von Skandinavien bis Nordafrika überall inzwischen durch Glaslebensräume fliegen müssen, zweimal im Jahr. Bei hohen Häusern mit Glasfassaden, hatte ich schon gesagt, können wir eindeutig sagen, da wo sich Vegetation spiegelt, ist es problematisch. Hier oben diese Glasbereiche, Gebäudeecken. Immer Gebäudeecken beachten, auch wenn Vögel so einen Baukörper offensichtlich wahrnehmen können. Sie haben immer noch die Tendenz, so auf die letzten Meter eine Abkürzung zu nehmen. Also wir finden ganz häufig an den Gebäudeecken Anprallspuren und die Schweizer sagen auch, der Bereich 2 Meter von der Ecke, da muss man auf alle Fälle immer aufpassen, wenn da Glas ist, immer markieren. Wir haben noch keine Erkenntnisse über diesen, ich sag mal, mittleren Bereich oberhalb der Baumgrenze. Es gibt da sicherlich Risiken. Ich vermute, sie sind aber geringer. Das große Problem ist aber Beleuchtung. Da sage ich gleich ganz kurz noch, das ist, glaube ich, die letzte Folie, etwas zu. Das hatten wir alles schon.
Wir haben festgestellt, also in Nordamerika gibt es ja diese Massenanflüge an Hochhäusern, wo wir annehmen können, es ist Beleuchtung, die in den nächtlichen Zugraum reinragt und Vögel anlockt. Wir haben aber jetzt auch festgestellt, an Beleuchtung, die am Boden ist, die aus Gebäuden herausleuchtet, dass dort früh morgens offenbar landen Singdrosseln, Rotkehlchen und andere irgendwann mal nachts, möglicherweise, wenn sie sehen, oh, da fängt die Dämmerung an, gehen runter und sind dann immer noch lichttaktisch und fliegen dann zur jeweils hellsten Beleuchtung in der Umgebung. Das war in einem Fall bei einem Regierungsbau in Berlin ein Monitor, der die Geschichte Deutschlands die ganze Nacht über bei 0 Zuschauern gezeigt hat, der aber irre hell war, und dagegen flogen dann Rotkehlchen, Zilpzalp und Singdrossel. Ja, also es lohnt sich auch im Zusammenhang mit Glas auf diese Beleuchtung zu achten, und viele solche unnötigen Anlockungen, die kann man ab dem oder in der zweiten Nachthälfte einfach ausschalten. Das würde schon sehr viel halten. Ich bin damit fertig und würde gern eine einzige Folie noch zeigen, weil ich habe gesehen, es gibt keinen Beitrag, der sich mit, Moment, jetzt muss ich mal das hier rausgehen, es gibt keinen Beitrag, der sich Maßnahmen irgendwie befasst. Und ich gebe mal den Bildschirm frei. Ich hoffe, jetzt ist eine Folie zu sehen. Es gibt durch die Wiener Umweltanwaltschaft beauftragt in dem Flugtunnel, den Wolfgang Fieler vorhin zeigte, jedes Jahr, also ich bewerte diesen Flugtunnel als sehr viel positiver, weil da nicht mit künstlichem Licht gearbeitet wird. Die Vögel kommen nicht zu Schaden, auch wenn es ein Tierversuch ist, völlig richtig. Aber es ist tatsächlich die beste Möglichkeit, standardisierte Untersuchungen durchzuführen. Und die Glasindustrie rennt denen inzwischen die Bude ein. Es werden jedes Jahr 15, 20 verschiedene Markierungen getestet. Und die letzten Jahre haben einfach so viel gute Lösungen gebracht. Ich zeige hier jetzt mal eine der Lösungen. Das sind also ein Punktraster minimiert dadurch, dass wir glänzendes Alu verwenden. Und dieses ist bei einer neuen Scheibe im Verbund. Das heißt, wir sehen hier, also Verbundglas wird ja normalerweise verwendet, einlaminiert zwischen der äußersten und der nächsten Scheibe. 9 mm große Punkte in einem 9 cm Raster. Wir haben dadurch einen Deckungsgrad von unter 1%, während die einfachsten Linienmarkierungen 5-6% haben. Das ist etwas, wenn ich mit Architekten spreche, da hellen sich in der Regel sehr die Gesichtszüge auf. Von innen hat man einen schwarzen Punkt, das ist relativ unauffällig. Und diese Markierung, das ist also, wenn man etwas neu herstellt, gibt es auch zum Nachrüsten. Das ist dann, werden diese Punkte außen aufgeklebt. Man sieht das hier, das ist also tatsächlich nachträglich aufgeklebt. Diese schwarzen Punkte von innen sieht man ab einer gewissen Entfernung kaum noch. Und das ist etwas, was jeder im Haus gebraucht, was besser als alle möglichen Kordeln und sonst was sind, wo ich hoffe, dass der NABU-Shop das in sein Programm aufnimmt, weil für Deutschland gibt es noch keinen Vertrieb. Es kommt aus der Schweiz, das Produkt. Es ist einfach eine ganz einfache und super gute Lösung im Flugtunnel als hochwirksam getestet, und seit einem Jahr laufen auch jetzt an vorhandenen Gebäuden die ersten Untersuchungen, noch nicht in Berlin. Ich gehe aber davon aus, dass sich das auch im Freiland bewähren wird. Und darüber hinaus gibt es aus der letzten Saison 2021 Oberflächenbehandlungen, die von außen ungefähr so aussehen. Also wir Menschen sehen da auch, ist etwas, aber Vögel können es auch erkennen, und von innen kann man weitgehend gut durchgucken. Und ein weiteres Produkt, habe ich leider noch kein Foto, wurde auch als hochwirksam getestet, und ich kann jedem,
die allerletzte Folie, ich schwöre. Ich kann jedem nur dringend empfehlen, auf die Webseite der Wiener Umweltanwaltschaft zu gucken. Das findet man leicht, wenn man es in die Suchmaschine eingibt, Wiener Umweltanwaltschaft Vögel Glas. Und die haben dort verschiedene Rubriken. Eine heißt Publikationen. Und da werden immer die Flugtunneltests eingestellt, die publiziert werden können. Dieser mit den Alupunkten, der steht hier bereits. Das Produkt heißt 10 Glaselemente. Da kann man sich also diesen Flugtunneltest angucken. Das ist ein standardisierter Test und alle neuen kommen oben rauf. Momentan sind die beiden letzten Produkte mit dieser Oberflächenbehandlung noch nicht drauf, werden aber in den Monaten kommen. Also da hat man dann das Beste, denke ich, für Vermeidungsmaßnahmen. So, Schicht. Vielen Dank.